Wisst ihr was? Ich rege mich jetzt schon wieder auf, wenn ich in einigen Wochen nochmal mir die Folgen angucke. Man will ja nochmal hier die Folgen miterleben, hier bevor Episode 5 dann kommt, ne? Möchte man die ja nochmal, möchte nochmal up to date sein. Das hat mich aber erschrocken. Und wenn ich dann jetzt hier oben irgendwas übersehen habe, werde ich mich so, oh, so ärgern, wie halt den Hasen, den ich nicht gefüttert habe. Obwohl ich alles so gründlich durchsucht habe, aber wenn ich mich zu sehr darauf versteife, hier alles so krass zu durchsuchen, kann ich mich auch nicht mehr aufs Wesentliche konzentrieren. Food-Coupons haben wir, Jar haben wir. Ich habe alles gefragt, was man fragen kann. Ich musste nichts zurückspulen. Haben wir hier tote Vögel? Kann ich hier. Ach so, ich kann hier einfach raus. War das gerade auch schon? Was? The house looks so great. William finally had the time to paint the house and fix up the garden. Ja, David hat das ein bisschen schleifen lassen, ne? Okay, können wir uns leider nicht angucken. Ein schöner Grill. Chloe. I'm glad Chloe gets a room with a view. Beobachten wir gleich noch, stalken wir so ein bisschen von draußen. Was haben wir hier? Oh man, the swing is gone now. It must have been sad for Chloe when William took it down. Und die Zeichnung. Chloe actually moved our drawing so she could see it from her room. Chloe. Naja, Max, wenn ich jetzt sagen würde, dass du es eventuell wieder gut machen würdest, wär's gelogen. Du kannst natürlich alles wieder rückgängig machen, aber. Gnarf. Gnarf. Oh, das Grab ist natürlich immer noch da. I'm sorry, Bongo Kitty. But you passed on before I changed this reality. Naja, wär ja sowieso schon. Was zur Hölle? Look at all these dead birds. It's happening here too. Ach, wir können da reingucken. Ich möchte einmal, ganz kurz. Da können wir nicht reingucken, natürlich nicht. Ich weiß nicht, ich habe das in jeder Episode jetzt so gerne gemacht. Es ist völlig sinnlos. Aber so kriege ich mir noch ein bisschen was vom Rest des, naja, Levels mit. Guck mal, die haben es total nachgemacht da mit der Farbe. Chloe, buh! Hm, sieht so traurig aus. Okay, sie wartet auf mich, sie hat Kopfschmerzen. Ich kann hier sonst nichts mehr machen. Wir können uns nochmal das Haus angucken, aber sonst kann ich hier absolut nichts mehr machen. Ja, gehen wir wieder rein. Kann ich denn mit William eventuell nochmal, ich guck nochmal. Okay, ich kann nichts tun. Dann mal wieder rein. Ich finde es gerade so unfassbar, dass ich schon wieder eine Stunde und 21 Minuten aufnehme und es mir gerade vorkommt wie, naja, 15 Minuten. Sehr krass. Okay, Chloe. Ich kann hier sonst nichts mehr machen, oder? Warte. Ich helfe dir sofort. Ich beeil mich. Irgendwas, was der Form entsprechen könnte? Nee. Nein. Okay, komm. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable.
Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ich möchte gerne dieses Foto nehmen und möchte da... Eventuell bekommen wir ja jetzt doch eine Chance. Warte mal. Jetzt habe ich schon genommen, ich wollte es eigentlich nochmal angucken, aber naja. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Okay. Und ansonsten kann ich hier nichts machen. Warte mal. Wieso kann ich mich denn hier bewegen? Wieso? Turn page. Klar, können wir machen. Wir haben kurz vor 10 morgens. Und ich frage mich gerade wirklich, wieso ich mich hier frei bewegen kann. Also nicht frei bewegen, aber ich kann auch nicht aufstehen. Mind turning the page? I'm too busy, as you can see. Ah, wahrscheinlich deswegen, damit das jetzt auch nochmal gezeigt wird, dass sie wirklich gar nichts machen kann. Oh Mann. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Für dich doch auch, Chloe. Das war gerade wirklich blöd von mir. Natürlich kann sie es. Ich dachte jetzt noch nicht, dass sie wirklich dieses Detail noch einbauen. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could... Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying... that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Nein. Was? Nein! Oh! Willst du mich verarschen, Spiel? Was? Oh, Entschuldigung. Nein! Was? Nee. Nee. Chloe hat gerade gefragt... Chloe will, dass wir sie umbringen. Wir sollen an dem Gerät rumfummeln und sollen... Sie weiß, dass ihr Immunsystem, denke ich mal, ich weiß nicht, ob es Immunsystem heißt, aber ich denke mal, sie weiß, dass ihr Immunsystem langsam versagt und sie halt, ich kann's, das Sterbehilfe ist ein schwieriges Thema, was eigentlich nicht so schwierig ist, wenn jemand leidet, ich bin eigentlich dafür, möchte ich, dass er erlöst wird. Da könnte man sich jetzt aber streiten, da könnte man sich jetzt wirklich streiten, jeder hat eine andere Meinung, ich wäre dafür. Jetzt bin ich gerade in so einer Situation in einem Spiel.
Und ja, scheiße, ne? Jetzt ist das natürlich dann. Oh Gott. Nö, ich. Ja. Chloe, dir geht es noch gut und man. Ich weiß, dass sie möchte, dass das jetzt. Sie hat sich gefühlt, als würde sie. Als. Ich kann nicht reden. Sie hat sich gerade gefühlt, hier, like we were kids, hier, wie als wir Kinder waren und rumgerannt sind. So hat sie sich heute gefühlt und dass sie möchte, sie weiß Bescheid, dass ihr Immunsystem langsam versagt. Sie weiß, dass ihre Eltern sich die Rechnung nicht mehr leisten können, aber sie möchte auch, dass das die letzte Erinnerung bleibt, die schöne Erinnerung heute. Und fragt, nee, wir können es sowieso nicht machen, die Eltern würden, weißt du was, eigentlich würden wir total im Knast landen jetzt davon ab. Ich würde, und wenn Chloe da jetzt liegt und sie leidet. Machen uns nichts vor, sie leidet. Aber ich denke nicht, dass Chloe jetzt nur noch eine Woche zu leben hat zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, das wird die Eltern ja noch unglücklicher machen. Oh, das ist richtig schwer. Soll ich... Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain. But I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right, but Joyce and William, I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Chloe. Was ist denn, wenn wir jetzt gemacht hätten? Ja. Ich denke mal, dass da eventuell nicht so viel drin gewesen wäre. Be brave. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe es mir schon gedacht. I'm sorry, William. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad! Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for?
we'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Chloe, you're back. Whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. That I thought I'd be. And in my mind, haben wir ihn wirklich geopfert. Dann haben wir den Vater jetzt wirklich geopfert. Anstatt körperlichen Schmerz, beziehungsweise, naja, doch als körperlichen Schmerz zu empfinden, musste sie halt den emotionalen Schmerz empfinden und einige Male den Tod entgehen. Sie kann sich noch daran erinnern. Sie hat weitergemacht. Wir können jetzt also. Oh Gott, ich kann gerade. Ich werde jetzt sowieso. Ich muss die Aufnahme gerade mal beenden, weil ich das jetzt schneide und render und mich dann sofort wieder dran setze und weiterspiele. Auch mal ein bisschen so die Gedanken sammeln jetzt gerade. Aber das war so verdammt emotional. Oh Gott. Wie wir dann den Vater gehen lassen mussten. Ich komme da so gar nicht drauf klar. Wirklich gar nicht drauf klar. Ich weiß, es gibt kein richtig oder falsch. Und die Entscheidung gerade, die Entscheidung, die wir da treffen mussten, die war so mies. Spiel, die war so mies. Auch wenn es natürlich keine richtige Entscheidung. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, hätten wir uns anders entschieden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wären wir dann trotzdem jetzt hier. Aber. Heiliger. Okay, ich bin froh, dass wir wieder bei Chloe im Zimmer sind. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade selber total. Ich verstehe das bestimmt. Ich weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Ich habe für mich jetzt gerade entschieden, wie ich das Spiel spielen würde. Und ich hätte auf jeden Fall Reviews gemacht, weil ich möchte natürlich. Naja, ich möchte mich dafür auch gar nicht rechtfertigen. Unter anderen Umständen
wenn ich glaube, ging es schon nicht gut, aber es wäre noch zu früh gewesen, finde ich. Und ich finde auch, die Eltern hätten dabei sein gemusst. Versteht ihr? Und ich weiß nicht, wie das mit der Sterbehilfe in den USA ist. Ich weiß, dass es hier noch verboten ist. Und ich bin eigentlich, wenn jemand leidet, bin ich nämlich eigentlich dafür. Wie gesagt, das ist persönlich. Ich denke so persönlich, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich möchte später auch nicht dahin vegetieren, ganz ehrlich. Chloe ist auf dem Weg dahin gewesen. Deswegen war ich gerade wirklich im Zwiespalt. Anders ist es natürlich immer noch, wenn man Angehörigen hat und den dann so sieht und er einen darum bittet, ist es was anderes. Es ist dann ja doch hier. Es ist schwierig. Ich werde jetzt erstmal. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Das werden wir dann auch in der nächsten Episode, denn ich werde jetzt schneiden und rennen und dann gleich aber weiterspielen. Wir sehen uns morgen wieder oder vielleicht doch gleich. Ich weiß gar nicht, wie ich das schneide. Und dann werden wir uns doch mal das Zimmer hier gründlich anschauen und eventuell finden wir den einen oder anderen Hinweis. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, herzlich willkommen zurück hier zu Life is Strange. Ich habe hier schon wieder reingeredet, das tut mir wirklich leid. Ich habe eine kleine Pause gemacht, ist noch der gleiche Tag, jetzt wollte ich gerade sagen, gleiche Aufnahme, es ist noch der gleiche Tag, in Real Life jetzt. Und ich werde mich erstmal umschauen. Bevor ich hier irgendwas anschaue, werde ich mich erstmal umschauen. Everybody lies, no expectations. Hier sind natürlich jetzt wieder die ganzen, ich will immer Graffiti sagen, die ganzen Scribbles, Schmierereien kann man auch nicht sagen, Texte, die ganzen Texte oder Wörter. Horrorshot 2012 ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. How's your day? Okay. Aber ganz kurz mal. Max hat ein anderes Oberteil an. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon gesehen haben. Und es ist ein Schmetterling, denke ich mal. Zumindest sieht es so aus. Oder eine Motte, ich weiß nicht. Schmetterling würde halt sehr viel Sinn machen. Ich weiß nicht, was das da unten ist. Keep digging, Chloe. Ja, wir machen das doch. Ich hab das gerade geschnitten und schon mal gerendert, so dass ihr es morgen, wenn ich das jetzt sage, ist es schon einige Tage her, für euch zwei, drei, dass ihr dann die Episode habt, ist das da unten ein Huhn bei ihr. Und da ist mir halt noch aufgefallen, dass wir in Chloes Zimmer ein Eichhörnchen gesehen haben. Das Eichhörnchen ist ja das Spirit Animal vom Samuel. Nur mal so. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wichtig. Oder vielleicht doch. Aber ich wollte euch das nur sagen. Es ist ja doch hier ein bisschen anders, aber, ne? Könnte es sein, dass ich irgendwie trotzdem irgendwas verändert habe? Ah, okay, ne, ist doch. Ja, Moment. Chloe, you're on fire. Ja, ich guck mich jetzt hier erstmal um. Was haben wir hier? I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Na, verdammt. Also, man erinnert sich, wir sind im Schwimmbad eingebrochen. Man hat noch das Auto gesehen von Chloe. Also, an Chloe Price. Miss Price, this is Officer Anderson Berry and Security. Okay, ich versuch's mal direkt zu übersetzen. Miss Price, hier ist Officer Anderson Berry. Und, und wir haben ihre Kontaktinformationen hier in der Datei. Wir würden uns freuen, wenn Sie um 8 Uhr am Montagmorgen Zeit hätten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Es geht darum, dass kürzlich in Blackwell Academy eingebrochen wurde und ihr Auto wurde identifiziert auf dem Parkplatz zur gleichen Zeit. Es wurde also nur identifiziert. Identifiziert, Entschuldigung. We look forward to clearing this up. Die haben natürlich uns im Verdacht, aber die haben auch keine klaren Beweise. Aber natürlich, wenn sie das Auto sehen, natürlich wird Chloe dann noch angeschrieben. Was haben wir denn hier? This butterfly photo seems like a million years ago. How much time have I altered since? Es ist sehr offensichtlich, finde ich. Kein Spoiler, sondern ich kann auch gar nicht spoilern. Ich weiß nicht, wie das Spiel endet. Das Foto taucht ja öfters auf. Das Foto wurde geschossen kurz bevor Chloe erschossen wurde. Das heißt, für mich ist es klar,
weil das Foto auch so oft gezeigt wird und wir diese neue Kraft haben, dass wir eventuell zurückreisen müssen und ich rede einfach nicht weiter. Ich hoffe halt immer noch, dass es anders kommt, aber das fände ich auch ein bisschen blöd, weil das ist sehr offensichtlich. Vielleicht, ich meine, das Spiel hat einen ja schon ein paar Mal so geleimt, ne? Vielleicht ist es einfach nur, damit man jetzt denkt, dass man das tun muss. Me. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Allerdings. Allerdings. Rest in peace. Und er war noch so verdammt sympathisch. The Tabanga is perhaps Arcadia Bay's oldest original totem. Da haben wir ja auch welche, steht der Samsung drauf. Samsung oder was? Da haben wir ja auch welche auf dem Campus von. Yes, Chloe Price was here. Jetzt raucht die Mutter nicht, jetzt raucht Chloe wieder. Vielleicht auch so ein kleines Detail, ne? Wenn man jetzt überlegt, dass passieren muss, dass hier irgendjemand raucht. Das ist aber, glaube ich, sehr, sehr weit hergeholt. That snow dough always makes me think of William and Chloe. Vielleicht ist William ja wirklich... Ja, das sind diese Theorien, die man halt hat. Oder die Theorien, die man auch hört teilweise, ne? Die einem dann bestätigt werden. No tribe has claimed ownership of the Tabanga. Nathan Prescott already tried. Stimmt. Der wollte ja eins klauen, aus welchem Grund auch immer. That's my Chloe. Guck mal, die Ohrringe. The Bad Girls Guide to Guns. Es könnte wirklich sein, dass wir hier... Ich setze mich nochmal hin. Es könnte wirklich sein, dass wir hier doch eine ganze Menge verpassen, weil hier so viel Kleinkram ist. Welcome back to the real world, Max. Ach so, sonst sagt sie nichts. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Das hatten wir ja alle schon. Wir gucken sie einmal an, ne? Everybody lies, no expectations. Think like a man. One day... Sorry, Max, but this is really interesting. Plus, I love saying Tabanga. Tabanga. I hope the Tabanga does too. And have another one day your life will flash before your eyes. I can't sleep steht da, wo Chloe immer... was heißt immer, aber... Wir hatten ja die Szene, wo wir beide hier aufgewacht sind und es stand genau über Chloes Kopf. Das sind Sachen, die habe ich in keiner Theorie gesehen. Das ist meine eigene Theorie. Das fand ich einfach super auffällig und es ist irgendwie kein... Was, es ist halt natürlich auch sehr weit hergeholt wieder. Sehr weit hergeholt. Aber das Spiel lädt halt dazu ein, dass man hier überinterpretiert. Damn. This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Ah. Oh. Der Name Prescott may not mean much for you. Ich versuche es gleich wieder zusammenzufassen. Ich würde es halt am liebsten auch auf Englisch lesen. Und aber ich weiß halt, dass viele auch des Englischen nicht so mächtig sind. Ich bin jetzt auch nicht so der Überflieger. Hatte zwei Eisen auf dem Zoll, die sind in der Schule, aber es ist schon lange her. Okay. But this means quite wine towns seem stuck in time. Oh, ist aber interessant. Once hold from fishing the town is beginning. Oh Gott, tut mir leid, das wird jetzt ein bisschen... Ich versuche mal das Wichtigste hier rauszulesen gerade. Pan Estates. Also ich habe damit erstmal überhaupt gar nichts zu tun, nur mal so. Ich schwöre. Aber das ist halt die... Dafür hätte auch Joyce ja gearbeitet in der alternativen Realität und sie mochte es ja nicht. To be built into the deep forest near Blackwell Academy. Ah. Hier, der Satz ist interessant. Local Native American groups have already filed various motions against the development, citing a widespread destruction of tribal lands and natural resources. Oh, scheiße, es geht weiter. Ach nein, geht gar nicht weiter. Okay. Es hat sehr viel mit den Native Americans hier zu tun. Sehr viel. Ich kann es gerade nicht ganz übersetzen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie
Ich würde mich hier einfach zu lange aufhalten. Ich versuche schon, die meisten Texte zu übersetzen, aber... This is a serious exposé on the Prescotts. Finally. Ja, aber wird es wirklich was bringen gegen die Prescotts? Ich glaube nicht. Die sind aber viel zu mächtig. Die haben die Blackwell Academy. Die haben das Football-Team. Die haben das Schwimmteam. Das ist so krass. Die own hier irgendwie alles. Und jetzt wollen sie sich noch mehr ausweiten. Und schrecken halt auch wirklich vor nichts zurück. Entschuldigung. Fuck off, okay. Ich habe natürlich einen heißen Tee getrunken vor der Aufnahme. Das war wieder sehr schlau. Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Aber lieber zu viel als zu wenig. Oh. Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Jetzt habe ich gerade Lust auf Kaffee. Chloe? I wish I could tell Chloe how much William cared about her. Um ehrlich zu sein, ich wünsche es mir auch ein bisschen. Und dann schnell zurückspulen. Aber das kannst du halt nicht machen. Sie würde wollen. Sie würde es wahrscheinlich... Ach, das ist so schwer. Ich glaube, sie können es gar nicht nachvollziehen, wie es ist, die Chloe zu sein, die wir halt gesehen haben. So, ich schaue mich nochmal hier um. Suck, fuck, shit, live, okay. Was haben wir da? Nono, the hero? Nono? Novel? Ein sehr interessanter Spiegel. Make-up. Fuck, fuck. So kennen wir die Chloe. Schade, dass ich das hier nicht angucken. Was haben wir da? Ich hab gerade Hunger. Keine Sorge, wir machen sofort weiter. Snowdow hatten wir. Da unten ist... Na, das können wir auch nicht. Wir hatten die E-Mail. Wir haben also soweit alles. Ne, oder? Das ist Ashtray. Okay. Ah, ich kann ein Foto von Chloe machen. Ich glaube, ich schüttelt nur den Kopf. Aber wir haben halt leider nicht... Wie? Das ist das erste Foto? Aber war das nicht eigentlich etwas ganz anderes? Sind das hier nur Hinweise, aber... Naja, okay, wie auch immer. Wie auch immer. Ich möchte mir Chloe mal angucken. I wish I could tell Chloe how much William cared about. Ach so, okay, das haben wir schon gemacht. Stimmt. Die ist aber ganz schön fleißig, ne? Guck mal, zack, 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 zack. Chloe, ich bin froh. Ich weiß, dass es schwer ist. Es ist sehr schwer. Es ist ein verdammt krasses Opfer, das man da bringen muss. Aber jetzt geht es weiter. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. Unless you want to hang out with him after you stood up for his ass yesterday. Oh, please. Yeah. I can't abuse this level of my rewind power. Chloe ist wieder zurück. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Also, das Phone, also das Telefon, das Handy vom Nathan. Amazing how innocent our drawings were compared to what we're doing now. Ich kann mir aber nichts hier einzeln angucken, oder? Nein.
Haben wir hier irgendwas Neues jetzt? Ich denke nicht. Oh no. That poor little bird has been trapped in here. Stimmt, da war ja was. Hallo, du leuchtest so. Warte. Hey du. Ob das wohl richtig ist? Wrong way? Jetzt macht ihr mir aber Angst. Ich schaue mich hier erstmal um. Ein auffällig blauer Vogel. Last time I wanted to splash some water on my face, my whole life changed. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Ich hoffe, mein Mann hat das nicht gehört, aber ich habe gerade meine Nase am Mikrofon gejuckt, weil ich die Hände nicht vom Controller nehmen wollte. Tut mir leid. Falls man es gehört hat. Es war nicht besonders intelligent jetzt. Okay, aber was ist mit dem Vogel? Ich habe ein bisschen Angst. This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Es ist schon morgen. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich das machen? Was für Konsequenzen sollte das haben? Er könnte auch sterben, wie die anderen Vögel draußen. Was ist, wenn ich ihn denn nochmal scare? Oh! Oh shit! Poor thing! Ja, das war jetzt nicht so intelligent. Soll ich den im Badezimmer lassen? Soll ich ihn im... Ich lasse ihn mal kurz da. Since David might be in there, I better mosey along for a change. Ich glaube, ich lasse ihn jetzt einfach mal hier und hoffe, dass er nicht dagegen fliegt. Weil ich habe die Befürchtung, wenn wir den im Badezimmer lassen, ist es so, als hätten wir den überhaupt gar nicht beachtet. Wie kann der denn einfach dagegen fliegen? Ich finde ja, der hat halt ein wirklich sehr, sehr auffälliges Blau, der Vogel. Fast so ähnlich wie Chloe ein sehr auffälliges Blau hat. Fast so wie der Schmetterling ein sehr auffälliges Blau hat. Ich bin froh, dass das Reh nicht blau ist, weil dann würde ich so meine Vermutungen anstellen. Vogel, jetzt sag mir, ob ich dich ins Badezimmer stecken soll. Ey, wenn der David den sieht, ich stecke ihn wieder im Badezimmer. Weil wenn er den sieht... Ah, okay, dann lasse ich ihn mal da. Ich hoffe mal, dass das eine richtige Entscheidung war, mein Freund. Creature of the grind, feature of the fight.